Meine Damen und Herren Verwalter, meine Damen und Herren Wohnungseigentümer, in diesem kleinen Video wollen wir mal klären, darf der das, der Verwalter, oder darf der das nicht? Was ist am Start? Ja, wie kann es anders sein? Sie kennen meinen Kanal. Es ist ein neues Urteil des BGH zu der Frage, was ist eigentlich, wenn der Verwalter eigenmächtig handelt und dazu Geld ausgibt? Kriegt das dann wieder von der Wohnungseigentümergemeinschaft, kriegt das nicht wieder? Muss er, wenn er Geld der Wohnungseigentümergemeinschaft ausgibt, sogar noch draufzahlen? Was ist passiert? Folgender Fall: Wohnungseigentümergemeinschaft braucht neue Briefkastenanlage, braucht neue Eingangstüren. Kostenvolumen 40.000 Euro. Das beschließen die auch. Verwalter, du bitte wirst ermächtigt, bis zu 40.000 Euro Auftragsvolumen zur Sanierung der genannten Bauteile, also Briefkastenanlage und Eingangstüren, auszugeben. Und du nimmst bitte dafür folgende Firma, dann kommt der Name der Firma. Ja, ist das so ganz klar limitiert. So, der Verwalter schaut sich um und sagt, oh, das kriege ich aber bei der anderen Firma für ein paar tausend Euro billiger. Nämlich nicht für 40, sondern für 36.000 Euro. Dann nehme ich doch die. Dann spare ich doch für die Wohnungseigentümergemeinschaft in der Instandhaltungsrücklage. Das ist doch klasse. Dann haben wir doch 4.000 Euro mehr. So passiert's. Er nimmt also den Boss der Firma, der anderen Firma, der ihm für 36.000 anbietet, und sagt, hey Junge, das machen wir jetzt. Und das macht er eigenmächtig. Ja, abseits der Beschlusslage. Alles gut, die Arbeiten werden ausgeführt, alles ist schön, wird alles gemacht. Auch mangelfrei, alles cool. Trotz der Auftragslage, die er jetzt bekommen hat, wird der, der nun tatsächlich gearbeitet hat, insolvent, wird im Handelsregister gelöscht. Und das bekommt die Wohnungseigentümergemeinschaft mit und sagt, oh oh, böse Falle. Das finden wir jetzt aber gar nicht gut. Überhaupt nicht gut, weil es könnte ja in der Mängelgewährleistungsfrist sein, dass wir noch Mängel, die wir jetzt nicht sehen, aber die sich noch in dieser Verjährungszeit ergeben, beseitigt haben wollen. Und wenn der Junge platt ist und auch noch mit der Firma gelöscht ist, können wir das nicht mehr machen. Jetzt sind die dem Verwalter richtig böse und sagen, die Firma, die du genommen hast, die haben wir dir nicht genannt, die hättest du nicht nehmen dürfen. Wir kriegen jetzt von dir das Geld wieder. 36.000 Euro bitte mal eben aus deinem eigenen Vermögen zurück in die Instandhaltungsrücklage. Der Verwalter sagt, aber spinn ich denn? Ich habe euch noch einen guten Gefallen getan, ich habe euch 4.000 Euro gespart, ich habe euch eine vernünftige Arbeit abgeliefert, alles ist gut und ihr wollt jetzt im Grunde genommen von mir das Geld haben, dann seid ihr ja 36.000 Euro reicher, als ihr das verdient, denn ihr habt ja auch die Baumasse bekommen. Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Das, meine Damen und Herren, ging tatsächlich bis zum BGH. Und der BGH hat gesagt, okay, ja, er hat eigenmächtig gehandelt. Er hat zulasten der Instandhaltungsrücklage gehandelt. Das würde tatsächlich einen Rückzahlungsanspruch der Wohnungseigentümergemeinschaft nach sich ziehen. Frage ist aber, kann er, der Verwalter nun, der eigenmächtig Handelnde, in gutem Glauben, in gutem Sinne eigenmächtig Handelnde, mit dem, was er ausgegeben hat, für die Gemeinschaft, ja nicht für sich, gegenrechnen? Hat er also einen Anspruch auf Aufwendungsersatz? Und da hat der BGH gesagt, ja, auch dann, wenn der Verwalter eigenmächtig gehandelt hat, in diesem kleinen Detail, hat er das. Und er hat es deswegen, bitte, nach allgemeinem bürgerlichen Recht, Geschäftsführung ohne Auftrag ist hier unser Stichwort, weil das Wohnungseigentumsgesetz dafür keine spezialgesetzlichen Sperrregeln enthält, die anderes anordnen für den speziellen Bereich des Wohnungseigentums, und die deswegen allgemeine Regeln des bürgerlichen Rechts außer Kraft setzen. Das ist hier nicht so. Und deswegen kann der Verwalter tatsächlich sagen, okay, ihr habt einen Anspruch gegen mich, ich habe einen Anspruch gegen euch, wir sind tabula rasa, wir sind glatt und alles gut. So die BGH-Entscheidung, meine Damen und Herren. Damit jetzt die Eigentümer nicht sagen, oh, klasse Tipp, mache ich auch. Folgender Nachtrag. Was der Verwalter darf, darf der Eigentümer noch lange nicht. Warum nicht? Der Eigentümer, der eigenmächtig handelt, der hat keinen Aufwendungsersatzanspruch gegen die Eigentümergemeinschaft.
Der darf nämlich nicht eigenmächtig handeln, denn dafür gibt es klare Regelungen im Wohnungseigentumsgesetz. Der hat nur eine sogenannte Notfallkompetenz, 18 Absatz 3 WEG. Also nur dann, wenn sonst Schaden an Gebäude oder große Nachteile entstehen würden, dann darf der ausnahmsweise die eng begrenzten Notmaßnahmen ergreifen. Bitte, liebe Eigentümer, tun Sie es nicht. Ja? Dafür haben Sie einen Verwalter, der kann das besser, der kann das auch koordinierter. Ne? Aber weil das eben für den Eigentümer deutlich so ausgesprochen ist, hätte er im Unterschied zum Verwalter keinen Aufwendungsersatzanspruch. Keinen Aufwendungsersatzanspruch, meine Damen und Herren. Und das ist die Quintessenz unseres kleinen Videos. Wenn zwei das Gleiche tun, dann ist das noch lange nicht dasselbe. Danke fürs Zuhören. Viel Freude im Wohnungseigentum, viel Freude beim Wohnen, beim Verwalten, wie auch immer. Teilen Sie uns gerne, bleiben Sie bei uns, abonnieren Sie uns. Ich freue mich, wenn ich Sie wieder treffe. Alles Gute.